Alles Walzer. Alles Walzer. Alles Walzer. Es ist schwindelerregend. In einer der besten Tanzschulen der Welt lerne ich den Wiener Walzer. Super, der ist super schwindelig. Österreichs Nationalsymbol im Dreivierteltakt. Luftig, leicht, wellig, schwer, aber wunderschön. Am Ende tanze ich vor ganz großem Publikum im Schloss Schönbrunn. Meine Mission, einen Tanz überstehen. Mein Lehrer Roman Zwabeck, Zeremonienmeister des Wiener Opernballs. In der Regel dauert die Ausbildung bei ihm viele Monate, bei mir muss ein Tag reichen. Roman und seine Frau Elisabeth bringen mir bei, wie man trotz verknoteter Beine eine gute Figur macht. Schnell merke ich, wer Walzer lernt, muss Schwindel ertragen. In Jahrhunderten hat sich daran nichts geändert. Der Wiener Walzer entstand um ca. 1770. In den Anfangsjahren war er als unzüchtig verpönt. Die sichtbaren Fußknöchel der Damen und die ständige Berührung des Gegenübers galten damals als sehr revolutionär. Erst als sich berühmte Komponisten wie Johann Strauss des Walzers annahmen, erfuhr er offizielle Akzeptanz. Ein Strauss-Biograf sagte einst, dass der Walzer Wien eine Revolution erspart habe. Denn aggressive Energien würden durch beständiges Drehen eingebunden und abgeschliffen. Außer mir kann hier jeder tanzen. In Wien gehört das zum guten Ton. Wer nicht auf einem der großen Bälle debütiert hat, zählt hier nichts. Die jugendlichen Wiener beginnen eigentlich relativ früh damit, das schon zu lernen. Und dann begleitet uns der Walzer einfach das ganze restliche Leben. Die Arme im 90-Grad-Winkel zum Körper, den Blick leicht nach links gerichtet. So sähe eine gute Haltung aus. Ich habe Mühe, nicht auf die Füße zu schauen und denke schon über Flucht nach. Eine Ausrede könnte sein, ich bin eben kein Wiener. Die Eigenschaften des Wieners liegen im Walzer, ich glaube, schon in der Natur begraben. Das heißt, es ist dieses Drehen, dieses Leichte, aber doch immer irgendwie bodenständige und eben so schwindelerregende, also immer so eine Gratwanderung, so ein Grenzgang. Anders als in Deutschland kann in Österreich nicht jeder eine Tanzschule eröffnen. Roman Zwabeck musste die dreijährige Ausbildung zum Diplom-Tanzmeister durchlaufen. Für ihn ist der Walzer befreiend. Ich hingegen fühle mich verkrampft und gestresst. Dabei sollte beim Tanzen eigentlich das Gegenteil der Fall sein. Denn wer tanzt, lebt glücklicher und gesünder. Laut einer Studie stärken koordinierte Bewegungsabläufe die neuronalen Verbindungen im Gehirn. So sinkt das Risiko, an Alzheimer zu erkranken. Zusätzlich werden Glückshormone wie Endorphin und Serotonin freigesetzt. Außerdem stärkt Tanzen Muskeln, Sehnen, Bänder und Gelenke. Auch das Herz wird leistungsfähiger. Und Tanzen verbrennt eine ganze Menge Kalorien. Beim Wiener Walzer sind es 350 pro Stunde. Ich habe heute bestimmt mehr verbrannt. Und dann auch noch vortanzen. Generalprobe für den großen Auftritt. Lächeln! Entspannter Lächeln, ja genau. Drehen, zwei, drei, ja, tanzen macht Spaß. Jawohl. Und Dankeschön, sehr gut. 20 Meter von der Wiener Staatsoper ist das Bekleidungsgeschäft in Wien. Hier lassen sich die Debütanten des Opernballs ausstatten, Politiker, Prominente. Es ist die erste Adresse und wenn ich hier ausgestattet werde, kann wenigstens bekleidungsmäßig nichts schiefgehen. Geschäftsführer Cesari Latosinski hat alles, was ich für den Auftritt brauche. Sogar für meine 2,3 Meter. Maß nehmen, anprobieren. Der 53-Jährige ist stolz, ausgerechnet in Wien die Nummer 1 zu sein. Wenn man sich anschaut, Ballsaison in Wien, das ist was Einzigartiges in der Welt. Mhm. So viele Veranstaltungen der Art gibt es sonst nirgends. Und die Wiener legen schon Wert an, richtig gekleidet zu sein. Mhm. Die kennen sich auch aus. €643 würde mein Outfit kosten. Ausnahmsweise darf ich es für einen Abend leihen. Meine Rüstung für Schloss Schönbrunn. Sie wollen wissen, welche Garderobe bei welchem Anlass angemessen ist? Auf unserer Internetseite haben wir einen Kleidungsknigge zusammengestellt, mit dem Sie bei keiner Gelegenheit in Verlegenheit kommen.
Das Schloss Schönbrunn ist eines der Wahrzeichen Wiens. Es ist die ehemalige Sommerresidenz des Kaiserhauses. Hier wurde Sissi gedreht, James Bond. Und in diesem wunderschönen Ambiente will jedes Orchester einmal spielen und jeder Tänzer einmal auftreten. Noch wenige Minuten. Ich bekomme weiche Knie. Auch Roman wird langsam nervös. Mehr entspannen. Volles Haus. 500 internationale Gäste. Gnadenloses Publikum. Alle anderen sind Profitänzer. Jeder Fehler fällt sofort auf. Meine Tanzpartnerin Monika hat sogar den diesjährigen Opernball eröffnet. Sie hat den Rhythmus des Wiener Walzers im Blut. Mit 60 Takten pro Minute ist der Wiener Walzer der schnellste und anstrengendste aller Standardtänze. Innerhalb von nur 2 Takten dreht sich das Paar um 360 Grad. Es ist soweit. Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt zählt nur noch Drehen. Bloß nicht die Nerven verlieren. Ganz klar, ohne Monikas Führung wäre ich verloren. Und mehr um die Kurve. Schwungvoller. Und, ja. Das überstanden zu haben. Ich habe im Moment echt keine Lust, groß zu reden. Wie war's? Lustig. Nein, das war eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Die Kurven waren ein bisschen mühsam, aber es ging und ein bisschen Ziehen ist es gegangen. Du brauchst ein bisschen mehr Schwung, sonst war's gut. Ein bisschen mehr Schwung und locker in die Kurve. Wiener Walzer, eine Schule fürs Leben.